Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. In der letzten Folge haben wir die Steine, die Edelkristall-Dingsbumsi-Steine. Was ist denn das hier eigentlich? Achso, okay. Wollte gerade sagen, was ist das für ein Riesenareal? Haben wir die Steine verwendet, das war genau hier. Sind dann hier lang gelaufen, das war halt die Raccoon City Halle oder irgend sowas. City Hall, die Stadthalle, glaube ich war das. Sind dann hier lang gelaufen. Haben Munition bzw. rotes Kraut eingesammelt, sind dann hier lang. Hier haben wir grünes Kraut eingesammelt, ist ja episch, wie ich mir das jetzt alles. Okay. Ja doch, doch. Hier lag auf jeden Fall Gras, haben wir dann miteinander kombiniert, sind dann hier lang gelaufen und haben hier natürlich auf dem Weg wieder ein paar Zombies penetriert und hier drin haben wir dann Carlos und den Rest der Überlebenden von Umbrella getroffen. Die wollen hier natürlich raus und hier brauchen wir auch ein Kabel, das haben wir schon. Eine Sicherung, die haben wir nicht. Und was war das dritte? Das dritte war, tja, das ist eine interessante Frage. Auf jeden Fall brauchen wir hier drei Sachen. Einen haben wir, brauchen wir noch zwei, um das in Gange zu kriegen. Denn mit dem Teil wollen wir zum Glockenturm fahren. Das Ganze ist aber ein bisschen problematisch, weil hier überall Feuer ist und aus unbekannten Gründen habe ich jetzt einen Schraubenschlüssel und ich weiß nicht, was ich mit dem Teil machen soll, aber ich schätze mal, das wird sich dann auch irgendwann mal klären. Also, ich habe es schon wieder getan, verdammt. Weil wir haben die ja erst auch jetzt vor einer Minute gekriegt oder so, also ich schätze mal, das wird jetzt nicht so das Problem sein. Ich will jetzt auf jeden Fall mal zur Tanke gehen, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht irgendwas machen kann. Ansonsten besteht natürlich des Weiteren immer noch die Möglichkeit, dass wir endlich mal diesen verdammten Feuerschlauch von der Wand kriegen können. Und mit dem Feuerschlauch, denke ich mal, können wir da sicher auch irgendwas löschen, weil dafür war er ja da. Wir erinnern uns ja ganz am Anfang, konnte man das Feuer löschen. Genau dafür brauchen wir ja den Schlauch. Ich denke mal, wir müssen jetzt einfach Backtracking machen. Wir holen uns den Schlauch, gehen zu der Stelle, wo wir das Feuer löschen können. Und dort können wir dann sicherlich irgendein interessantes Objekt einsammeln. Soweit, so gut. Soviel zur Theorie. Nun folgt die Praxis und die Tatsache, dass ich jetzt innerhalb von 3 Minuten 800 Mal auf die Karte geschaut habe. Das ist natürlich wieder sehr doof. Tut mir leid. Aber wie gesagt, das ist halt besser, als sich hier großartig zu verlaufen. Auch wenn ich schätze, das geht gar nicht, aber wir wollen es ja nicht riskieren, ne? So, da ist ein Bumm. Ich hab's gecheckt. Alles klar, alles klar. Gut, es ist zwar nicht der Schraubenschlüssel, aber dafür ist es. Stand da Gaze? Ich hab da beim letzten Mal schon Gaze gelesen, da steht aber Gas, verdammt. Das sind nicht 125 Gaze auf der Tankstelle und feiern und trinken Bier und spielen Poker. Nein, 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 das ist, der Gaspreis, schätze ich jetzt mal, 125 oder 1,25, 1,25 $. Wo ist der nächste Safe-Raum? Der ist links und dann einfach nur gerade, alles klar. Ja, wir erinnern uns ja, wir haben vor 3-4 Parts. Oh, what the... Okay. Wenn ich jetzt... Oh, ich wünschte mir, ich hätte jetzt so einen fucking... den fucking Granatenwerfer. Der würde so passen, aber okay. Dann werde ich dich... Oh, klar, da hat sich jetzt also quasi ein neuer Weg für uns geöffnet, das ist natürlich auch sehr gut. Hab mal eben so ein paar Anwälte und Geschäftsführer gekillt, das ist natürlich auch. Leute in Anzügen, das war vielleicht mein Anwalt, der mich aus dieser ganzen Scheiße rausholen wollte. Oh, tut mir leid, Anwalt. Tut mir leid. Dreimal Gras. Okay, ich fühle mich momentan, das ist halt wieder. Wenn sie sowas machen, dann kann eigentlich nur ein Nemesis auf einen warten. Ich überlege ja gerade, ob ich die drei miteinander kombiniere. Ich glaube, das werde ich auch machen, weil drei miteinander ist, ja. Ich könnte natürlich auch warten, bis ich wieder rotes Kraut kriege. Was mache ich denn jetzt? Wo geht's denn eigentlich da lang? Geht's da überhaupt weiter? Das ist halt die nächste Frage. Hier, ach so, was ist denn das jetzt hier? Eine Bronzestatue von Michael Varin, Bürgermeister von Raccoon City. Da ist ein Schalter. Möchten Sie... Ja, sie hält etwas... Ach so, ich dachte schon, da kommt jetzt eine Falltür oder so. Möchten Sie das nehmen? Bronzewurf... Oh Gott, ein Bronzebuch. Bronzebuch. Da steckt doch bestimmt irgendwas drinne, oder? Ein bronzener Gegenstand in Form eines Buches. Darauf steht bekanntes Wissen. Ich glaube, ich habe so die Vermutung... da war doch so eine Stelle, wo wir eine Platte rausziehen konnten und dann links und rechts Wasser war. Beziehungsweise halt Strom und da stand irgendwas Wissen der Zukunft. Es könnte natürlich sein, dass es wie im ersten Teil so ist, dass wir uns diese Platte rausnehmen
und das Buch reinstecken und dadurch eben halt raus können. Und diese Platte könnten wir dann halt dementsprechend irgendwo anders einsetzen. Okay. Es wäre auf jeden Fall einen Versuch wert, das liegt sowieso auf dem Weg. Aber ich werde jetzt, wie gesagt, in erster Linie zum Safe-Raum gehen. Zum Safe-Raum. ZSR. Und dann werde ich mal meine Sachen ein bisschen sortieren, werde dann das Gras einsammeln, werde das noch nicht kombinieren. Das könnte ich dann im Notfall machen, wenn ich kein rotes Kraut mehr habe. Aber also kein rot-grünes. Könnte ich dann die drei miteinander kombinieren. Aber ich schätze mal, dass wir da noch. Moment, das ist so dumm. Das ist. Guckt euch den Scheiß mal an. Ich bin doch schon wieder bestens verpflegt. Oh. Ey, vor allem, das geht genau auf. Das geht einfach. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie im Himmel. Das sind halt so diese Momente, wo mich das Spiel dann weitere 30 Stunden lang packt. Einfach an dem Bildschirm. Einfach weil es gerade so sozial ist. Und dann kommt wieder so ein Augenblick, wo es dich dir total in den Arsch tritt. Okay, das habe ich miteinander, das habe ich so, das habe ich so, das habe ich so. Spray kann ich wegmachen. Das kann weg, 7 Schuss reichen. So. Dann werde ich jetzt erstmal die drei Dinger holen. Ja, genau. Ich hole jetzt die drei. Kombiniere die dann jeweils mit dem roten und dann. Oh, Leute, das ist natürlich jetzt wieder. Das ist genau das, was ich meine. Ich habe mich gerade für einen kurzen Moment sicher gefühlt und dann machen die halt so eine Scheiße hier. Das ist dann auch nicht mehr so toll. In your face. In your face. Voll in den Sack geschossen, ich schwöre dir. Man hat es nicht gesehen, es war zensiert, aber ich schwöre es einfach mal. Ich schwöre bei Gott, LP. So. Ja, das ist ja halt natürlich wieder so eine Sache, wo ich mich frage, macht das Sinn? Macht das Sinn, Gegner spawnen zu lassen bei einem Ort, den wir bereits durchkämmt haben? Das ist halt schon ein bisschen fies. Weil sie eben halt genau wissen, dass wir jetzt Backtracking machen müssen und eben halt deswegen an Arealen vorbeilaufen müssen, wo wir bereits waren. Und wenn da wieder Zombies sind, dann haben wir nachher wieder keine Munition. Und dann habe ich im Endeffekt so viel Kräuter, dass ich da erstmal durchrennen kann und 30.000 Schadenspunkte nehmen kann. Und dann habe ich eben halt wieder kein Kraut, aber dafür eben halt während dieser Zeit, wo ich weggelaufen bin, unendlich wieder viel Munition gesammelt. Also es ist halt sehr drauf draus aufgelegt, dass man eben halt entweder wie so ein Bescheuerter an den Zombies vorbeiläuft oder eben halt sie penetriert. Das ist schon sehr fies vom Spiel. Naja, vielleicht kriegen wir es ja hin, irgendwie den Mittelweg zu bilden. Das ist halt schon, ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so toll. Nicht wirklich. Aber naja, wir sollen ja auch nicht jeden penetrieren, der uns hier. Die ist von der anderen Seite verschlossen, da brauche ich gar nicht dran denken, alles klar. Okido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 k
Aber das wäre mir dann mal, wie gesagt, also das ist jetzt so mein zweites Fazit, sage ich jetzt mal nach ungefähr dem Doppelten. Ich glaube, das ist jetzt Folge 11 oder 12, das passt sogar ziemlich gut, weil das erste Fazit habe ich nämlich nach Folge 6 gezogen. So, was wollte ich jetzt machen? Ich habe hier badi-bada-bada, den Schraubenzieher lasse ich drinne. Dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Vier Inventarplätze reichen. So, dann werde ich jetzt auf jeden Fall mal... Speichere ich jetzt? Ich muss mal gucken. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Das ist eine interessante Frage. Ich wollte zu dem Platz gehen, wo man das da einsetzen kann. Wo war denn der Platz? Der war, ich glaube, der war in dem Bereich hier. Ich werde jetzt aber trotzdem was helfen, weil ich habe, ehrlich gesagt, keinen Bock, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Das will sich wirklich keiner angucken, also das ist jetzt auch, das wäre dann auch keine Sache, die man in, 20 Minuten erledigen könnte. Destavision, so gut. Dann packen wir das Ingram weg, genau, wir müssen ja halt jetzt das Buch reinpacken, das wäre sehr fatal, wenn wir es nicht tun würden. Und ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass es, wie gesagt, das Buch ist, was wir da einsetzen müssen. Wenn nicht, dann habe ich auch keine Ahnung. Sinn machen wird es, glaube ich, schon, wenn ich mich richtig an den... Oh Gott. Wenn ich mich richtig an den Text erinnert habe, kann auch sein, dass das kompletter Bullshit war. Auf jeden Fall ging es um Zukunft. Und ich bin halt der Meinung, dass es auch um Wissen ging. Und dann kann... Wenn es um Wissen geht, kannst du mit einem Buch nie was verkehrt machen. Merkt euch das, verdammt Scheiße. Mit einem Buch kann man immer angeben, nicht abgeben. Nicht den Löffel abgeben, verdammt. Ey, ich habe ein Buch in der Hand, ich gebe mal den Löffel ab. Na gut, du kannst Löffel auch so abgeben. Also, Löffel im Sinne von Besteck. Da, ja, nee. Wenn ich jetzt hier lang laufe, das war doch nicht da hinten, oder? Doch, tatsächlich. Okay, da werde ich jetzt eiskalt beinahe vorbeigelaufen. Wir gucken uns nochmal die Scheiße an, die hier steht. Wir müssen unser Wissen auf die Zukunft richten, denn sie wird uns immer unser großes Ziel zeigen. Bürgermeister von Rave, ja, okay. Das ist wirklich eindeutig. Das ist wirklich eindeutig, dass hier das Buch gemeint war. Und ja, wer sich erinnern kann, wir hatten in Resident Evil 1 eine ähnliche Szene. Da mussten wir ein... Was war das? Ein Bronzeschild einsetzen. Also wir brauchten das silberne Bronzeschild irgendwie so. Und wenn wir das eingesammelt haben, wurden wir in einem Raum eingeschlossen und mussten das Bronzeteil als Fake einsetzen. Moment, das ist kompletter Bullshit. Das Bronze mussten wir am Anfang einsetzen, haben dadurch die Silberne gekriegt und Silbern mussten wir gegen... Achso, scheißegal. Ist halt... Es ist halt schon eine Weile her, das war... Warte mal, das... Warte mal, das war im März. Ja, doch, das ist ja schon fast ein Jahr her. Ich bin ja begeistert. Hier. Wie jetzt? Nein, what the fuck? Ja, okay, das ist halt, ist halt auch die Frage, ob das überhaupt, das passt ja auch gar nicht rein. Das ist halt nicht rund, ne? Was kann ich denn damit machen? Ein Kompass aus Bronze. Darauf steht Zukunft in meiner Hand. Ich habe ja gespeichert. Ich werde jetzt einfach mal probieren, dass ich hier irgendwie... Nein. Ich bin eingesperrt. Ich bin eingesperrt, das heißt, ich muss hier definitiv irgendwas machen. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Da ist ein Hohlraum, in dem ein Kompass eingebaut war. Das heißt, wir brauchen hier einen Fake-Kompass. Kombinieren geht nicht. Das passt da nicht rein, okay. Das heißt, es wird wahrscheinlich so ähnlich sein, dass wir eben halt irgendwas Rundes brauchen. Was wir da eben halt, ne, und so weiter und so fort. Nein, ich nehme, nein, okay. Ja. Momentan ist ja noch nicht die Rede von solch einem Objekt, also kann man da schon mal... drauf verzichten. So, das heißt, das haben wir abgehakt. Dann ist das nächste Ziel, tja. Da war halt, da habe ich halt eine Batterie gebraucht, die ich nicht habe. Vielleicht steht da, vielleicht kriegen wir einen Hinweis für den Schraubenschlüssel. Ein Gerät, mit dem sechskantige Dinge oder Ich hab's nicht getan. Oh Gott, und ich hab's in der letzten Folge doch noch erwähnt. Ich meinte doch, wir brauchen da die Kurbel. Da kann ich mich doch noch dran erinnern. Das war ja vor zwei Parts. Und wieso hab ich das nicht getan? Verdammte Scheiße. Nee, das erklärt so einiges. Dort wird doch sicherlich noch etwas liegen. Verdammt. Oh, what the fuck? Bin ich jetzt falsch abgebogen? Tatsächlich. Oh, nein.
Oh nein, da hat er mich noch gekriegt, der Penner. Ja. Die hauen ziemlich rein. Also ich glaube, die machen sogar doppelten Schaden. Da sollte man wirklich nicht mit denen spaßen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, die zu penetrieren, weil ich weiß auch nicht, wenn die halt wiederkommen, wieso soll ich das machen? Das ist halt für mich totale Munitionsverschwendung. Andererseits ist es dann auch total Lebensverschwendung. Das ist eben halt, wie ich es schon 100-mal erwähnt habe, je nachdem Zombies, je nachdem von was ich mehr habe, werde ich das opfern. Und momentan habe ich, ich möchte nicht sagen, dass ich zu viel Lebensenergie habe. Das sollte man generell nicht in einem Survival-Horror-Spiel sagen, aber ich würde mal sagen, ich habe schon, ja, ich habe schon ausreichend viel. So, die Kurbel hätte ich doch gerne. So. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir, dass wir das da irgendwie machen können. Und da stand ja beim Bati Bababa, beim Schraubenzieher, 6 Bolzen, blibla blub. Also ich denke mal schon, dass wir mit dem Gerät den Feuerschlauch rausziehen können, von der Wand nehmen können. Und dann denke ich mal, hat sich dann damit auch geklärt. Zwinker, zwinker. Was wir dann in den nächsten Parts machen werden. Und es ist halt, ja, es ist halt schon Backtracking, aber es ist eben halt, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ist das halt ein Secret? Ist das, wird das später noch relevant und so? Es ist eben halt, ja, ich meine, wieso denn nicht? Die haben diese Stadt zur Verfügung. What the fuck? Also langsam haben sie ja echt hier, okay. Ich meine, wieso sollten sie sie nicht einsetzen, ne? Das ist halt, ist schon okay, meiner Meinung nach. Das war halt, nein. Nein, das geht auch nicht. Du bist halt nicht nah genug dran, ne Kumpel. In Resident Evil 1 war es auch so, da hatten wir auch Backtracking. Da waren eben halt auch viele Türen im Herrenhaus. Die konnte man erst viel, viel später aufmachen. Und da hat man sich auch die ganze Zeit gefragt, was ist mit den Türen? Habe ich irgendwas vergessen? Ist das überhaupt story-relevant? Und dann zum Schluss hat sich eben halt herausgestellt, dass man diese verdammten Türen so oder so begehen musste. Mit dem Unterschied eben halt, dass du im ersten Szenario warst. Also in der ersten Abteilung halt mit konntest die neuen Türen begehen, aber gleichzeitig kamen neue Monster. Und das hat das Ganze schon, ja, das hatte dann schon wieder seinen eigenen Stil und war auch recht okay. Das war eben halt eine Ebene höher und so weiter und so fort. Naja, okay. Und es war halt, passt schon auf alle Fälle. Setzt das mal, ach so, ich hab's mir gedacht, ich stand, ja, genau. Screw you. Was? Oh, Jill, du bist so eine Unfähige. Ein kaputter Sechskant ist eingesteckt worden. Er lässt sich ohne zusätzliche Hilfen, ja, das ist halt Jill, ne? Aber wir haben ja zum Glück den Scheiß bei. Ja, ist natürlich logisch, ne? Wir hatten die Kurbel, haben wir ja schon eine ganze Weile, aber den Schraubenschlüssel an sich haben wir jetzt erst eingesammelt. Das heißt, Cutscene? Ne, okay. Das heißt, ja, konnte man auch jetzt erst machen. Alles klar, dann gehen wir mal rein hier. Nemesis haben wir auch lange nicht mehr gesehen, ne? Ich meine nicht, dass ich ihn vermisse in irgendeiner Art und Weise. Um Gottes Willen. Oh. Also, wenn ich mir den Tisch da schon wieder angucke, ich könnte ja schon wieder feiern. Vor allem habe ich jetzt mal die Alternative zu sehen, ob wir mehr als zwei miteinander kombinieren können. Das ist ja schon wieder so epic, aber es ist eben halt Pistole. Und die ist eben halt, naja, momentan haben wir jetzt noch nicht so viele verschiedene Gegnerarten, aber bei den Spinnen, glaube ich, sollten wir die nicht einsetzen. Pulver A, A, A. Eine Mischung aus 3 Teilen Pulver A kann mit dem Nachfüllgerät oder Granaten kombiniert werden. Also Granaten bin ich ja absolut nicht dafür. Das ist ja totaler Bullshit. Kann ich mir vor... Jill! Nein! Du bringst auch nur Unglück! The zombies are getting restless. I know. I can hear them. What's going on? Sie wollen ein Konzert haben. Was wollte ich sagen? Achso, ja, stellt euch mal vor, dann werfe ich die Granate irgendwie daneben oder so. Nee, das ist halt, ist halt auch ein bisschen was mit Glück zu tun, weil ich dann eben halt auch nicht weiß, wie lange die Granaten brauchen zum Explodieren und so weiter und so fort. Ich weiß, es gibt ja verschiedene Granaten und so weiter. Die Zombies werden nervös. Ja, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Das ist eben halt die Frage, auf was sie stehen. Er könnte jetzt rausgehen und könnte, We Will Rock You singen, in der Hoffnung, dass die Zombies abdancen. Oder wir lassen Jill einfach strippen. Ich bin natürlich für Zweiteres, weil ich von erst... Vom erst... They're coming! They must have sniffed us out! They know we're here! Hey, calm down!
Any objections to my playing hero this time? What are you doing? Carlos! Weil ich vom Ersteren nicht wirklich viel halte. Ich wusste es, Carlos. Du hättest dich vorher duschen sollen. Ich hab's wirklich geahnt. Aber hey, er wollte ja nicht auf mich hören, verdammte Scheiße. Ja, dann geh mal Held spielen. Du kümmerst mich wirklich um Scheiß. Sag ich ganz ehrlich. Also ich finde jetzt Carlos, ich weiß auch nicht. Ich. Sorry, dass ich das jetzt mal so eiskalt sage. Da ist ein Speichergerät, mit dem die Ö1-Temperaturen gehalten wird. Was war Ö1? Das haben wir irgendwo gelesen. Das war irgendwo. Ich weiß nicht genau, mit was das zu tun hat. Problem ist jetzt auch gerade, dass mein Handy klingelt, weshalb ich noch eine. Ja, das ist halt. Ich meine, ich mach's gern. Das Problem ist eben halt nur, was ihr wieder nicht wisst, ist, dass wir mittlerweile. Wie spät haben wir es denn jetzt? Ja. Fast 12:30 schon wieder am Morgen, ey. Ach, und ich habe die Folgen für morgen nicht vorbereitet. Das ist doof. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, wir schauen dann beim nächsten Mal. Ich schätze mal, das müssen wir dann betätigen, was das Ganze bringt. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, dass wir einen Text gelesen haben, um den es um Ö1 geht, beziehungsweise um Öl. Aber wo das jetzt genau war, da. Sorry, da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Naja, okay. Bis zum nächsten Mal. See ya.